Hi Leute, ich bin's Mila und willkommen zu diesem neuen Vlog. Das glaube ich ist schon der dritte Vlog. Auf jeden Fall, heute machen wir irgendeine Überraschung mal wieder. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir haben sehr früh, es ist morgens und ich bin sehr müde, wie man vielleicht auch sehen kann. Ja, ich habe gerade mein Stick, also mein Stativ angeschlossen. Ich habe mich heute mal für den entschieden. Also der sieht so aus, das ist so ein, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß es echt nicht. Egal. Genau, ich muss jetzt kurz meinen Akku wechseln und dann sehen wir uns wieder. So Leute, wir sind jetzt noch nicht da, wir sind leider zu spät. Hoffentlich können wir das noch machen, wir wissen aber noch immer nicht, was es ist. Es ist hier also wirklich irgendwo nichts, hier rennen auch die ganze Zeit Ziegen rum. Man muss richtig aufpassen beim Fahren. Wir kommen gleich hoffentlich an, weil wir fahren schon über eine Stunde, eineinhalb, zwei, irgendwie so. Und ja, bis gleich. Okay Leute, wir sind jetzt da und hier ist es sehr kalt im Vergleich zu bei uns. Wir sind nämlich nicht mehr in Dubai, wir sind außerhalb Dubais, wir sind auch sehr lange gefahren. Hier ist Lilly. Eigentlich habe ich meinen Pullover nur mitgenommen für die Fahrt, aber es ist echt kühler hier. Und dann denke ich auch noch vor allem dieser Seilbahn. Ach ja, übrigens, wir wissen jetzt, was wir machen. Hier ist mein Vater und wir machen auf jeden Fall, das ist die längste Seilbahnstrecke der Welt. Und da fahren wir jetzt drauf. Also das müsste, ja, diese sein. Und hoffentlich kriegen wir noch einen Termin, weil wir sind zu spät, weil wir halt einfach nicht wussten, dass man so krass lange, also wir sind so krass lange nach oben gefahren. Wir sind halt diese ganzen Strecken gefahren. Deswegen war das ein bisschen kritisch. Mein Stativ ist jetzt weg. Ich habe hier nichts, weil man kriegt ja so extra Dinger für den Kopf, sonst darf man das leider nicht mitnehmen, weil man muss sich ja festhalten. Die Gefahr ist so groß, dass die Auto wegfliegt. Hier verdienen wir jetzt hier in so einem Long Zipline, Lilia, und darf leider nicht mitfahren, weil die ist einfach, die wiegt zu wenig. Und dann darf man das irgendwie nicht machen. Ja, wir laufen jetzt in das Gebäude rein, dann kriege ich das Stativ von der Gruppe. Dann werden wir angezogen und so weiter. Leute, guckt einfach mal, wie weit das runter geht und du stürzt dich einfach hier runter. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Meine Beine zittern. Meine Beine zittern. Also ich bin dann irgendwie nicht am Ende angekommen, weil ich zu leicht war und ich wurde dann abgeholt. Naja, sowas passiert auch gefühlt wirklich nur mir. Hallo! Hi! Sag Hallo zu YouTube! Okay Leute, wir sind jetzt zurück und es war so krass und es war so witzig. Also es ist so gar nicht so, wie man denkt, so richtig, das ist nicht so richtig krass. Es ist einfach nur so, du liegst da und es ist eigentlich so voll entspannt. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen dumm an. Es ist nicht so, wie man denkt. Also es ist nicht so wie zum Beispiel mit so Loopings und so. Also es ist nicht das Gefühl. Aber es ist auf jeden Fall sehr adrenalinreich, sehr nice. Okay Leute, ich bin jetzt im Auto. Hier ist Lilly. Und wir fahren jetzt zurück. Bis gleich. Unser nächster Stopp war das Waldorf Astoria Hotel in Rösselheim. Dort haben wir nämlich da gegessen. Okay Leute, also wir sind jetzt ins Restaurant, wir sind jetzt angehalten in Astoria, genau. Und wir waren hier vor ein paar Jahren mal und es gibt mir irgendwie so krasse Flashbacks, weil wir waren hier. Naja, weißt du noch, hier ist mein Schnürsenkel stecken geblieben da oben. Wir gehen auf jeden Fall essen. Circa eine Stunde und dann sind wir zu Hause, also wenn wir jetzt von hier ausfahren. Okay
Okay, also unser Essen ist jetzt einigermaßen angekommen, nicht wirklich, aber oh mein Gott, das ist so Pommes. Ja, also ich habe so Pommes und Lecker, das ist ein bisschen klein, aber egal. Und dann Pizza. Und ich und Anna machen immer so Hälfte-Hälfte, das ist nice. Okay Leute, wir fahren jetzt raus hier aus dem Waldorf Astoria. Wir haben jetzt gegessen und waren noch in so einer Bar. Das war voll witzig. Und ja, wir fahren jetzt raus.